liebe Leute, herzlich willkommen zur Early Access Beta von Nether. Mit mir, dem Mystic von TAR Gaming. Und ja, ich weiß, dieses Spiel ist schon länger draußen, also zumindest in der Beta. Ich möchte mal sagen, einen knappen Monat vielleicht. Und ich habe es noch nicht gespielt. Das lag daran, dass ich es bislang noch nicht günstig gefunden habe. Das habe ich jetzt gemacht und deswegen können wir es jetzt auch spielen zusammen. Es ist jetzt nicht unbedingt irgendwie das weihnachtlichste Spiel, was es überhaupt gibt auf der Welt, aber ich würde sagen, ist auch egal. Für unsere Zwecke reicht das vollkommen, ist weihnachtlich genug. Und ich suche mir jetzt erstmal kurz einen Charakter aus, den man nicht unbedingt sieht, weil ich, soweit ich weiß, dieses sehr PvP-lastig ist. Das heißt, wir werden sehr, sehr schnell über den Haufen gerotzt von irgendeinem Assi, der da rumrennt mit einer Waffe. Und ich möchte mit euch mal kurz hier das ganze Ding angucken. Wir haben hier erstmal eine Player-Charakter-Erstellung. Hier können wir unseren Charakter erstellen, ein paar Sachen auswählen. Wir können auch direkt Presets auswählen. Die müsste ich jetzt kaufen für diese Nether-Dollar, die ich jetzt... Ich habe jetzt 20 bekommen, weil ich eben diese... wie heißt es, Believer-Version habe, die hat halt inklusive 20 Nether-Dollar. Das ist so eine Ingame-Währung, die man halt kaufen kann für echt Geld. Ich kriege die jetzt halt kostenlos, die 20 von Anfang an. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich mir diesen kaufe, ob ich den dann für immer habe oder ob ich den nochmal kaufen muss. Ich bin mir nicht sicher, deswegen kaufe ich ihn noch nicht. Ich überlege mir das, falls es dann irgendwann mal soweit sein sollte, dass es funktioniert, dann kann ich mir immer noch was kaufen. Könnte ich dir ja immer noch holen. Gut, schwarze Hose, grüner Pulli und unsere super Warnweste, also unser super Warnweste-Rucksack. Wir haben 1000 Leben, hier haben wir unsere Skills. Die können wir freischalten, indem wir im Level aufsteigen. Im Level steigt man auch, wenn man diese Nether-Viecher killt. Items habe ich jetzt nichts, aber sonst, falls ich irgendwas gekauft hätte, würde ich das jetzt natürlich hier sehen. Settings-mäßig ist jetzt das hier nicht das überfüllteste Settings-Menü, was ich jemals gesehen habe. Wir haben hier die Möglichkeit, die Auflösung anzupassen. V-Sync, Fullscreen, Anti-Aliasing, an oder aus. Detail, hoch, mittel, niedrig. Ich lasse mal auf hoch. View Distance 1000, Motion Blur. Motion Blur nehme ich raus, das hasse ich allgemein in den Spielen. Shadows, dynamisches Licht, Bloom-Effekte, Light Shafts. Okay, Invert Mouse, Reset Spawn, Mute Voice Chat, bla. Und so weiter und so fort. Gut, das passt alles soweit. Dann würde ich sagen, legen wir los und spawnen direkt gleich irgendwo im Nichts. Dieses Spiel, guckt euch mal das an, wie lange das jetzt gebraucht hat. Dieser Motion Blur Effekt ist ja immer noch an. Ich habe doch gesagt, der soll aus sein. Apply. Ja, und Anti-Aliasing mache ich auch aus. Rein deswegen, dass ich so ein paar Frames spare. Es läuft nämlich gerade mit 26 Frames jetzt nicht der Haufen. C ist Crouch. Ich kriege jetzt hier ein bisschen durch die Gegend. Ich weiß nämlich, dass dieses Messer jetzt nicht unbedingt so viel Damage gegen diese blöden Nether-Viecher ausrichtet. Deswegen schleiche ich jetzt hier durch die Gegend. Weil eben Viecher hässlich sind und mich direkt tot machen und darauf habe ich keinen Bock. Wir brauchen erstmal eine Waffe. Was kann ich zu diesem Spiel erzählen? Ja, es ist sehr... backt man direkt fest. Es ist offiziell eine Beta. Soweit ich das gehört habe, verdient es diesen Titel aber nicht unbedingt, weil es eher Alpha-Stadium ist als irgendwie Beta. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir dieses Spiel geholt, vor allen Dingen wegen der Atmosphäre. Das erinnert mich sehr, 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 sehr stark an, ich weiß nicht, wie viele von euch noch dieses Stalker kennen. Ein sehr, sehr geiles Spiel. Rein von der Atmosphäre gleicht es diesem Spiel extrem stark, finde ich. Ich muss kurz husten. Moment, schnell. Entschuldigung. Frosch im Hals. Ich bin auch ein bisschen erkältet. Das liegt auch ein bisschen daran. Und ja, deswegen habe ich mir dieses Spiel geholt. Ich weiß, es hat noch viele Bugs. Ich weiß, es läuft noch nicht so, wie es sollte. Ich weiß, da ist noch nicht alles drin, was da drin sein wird am Ende, hoffentlich. Aber ja, ich denke mal, dieses Spiel hat den, wie sagt man so schön, the benefit of the doubt, beziehungsweise den Vorteil des, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, auf jeden Fall, ich gebe dem Spiel erstmal eine Chance, es muss mir dann erstmal das Gegenteil beweisen, dass es scheiße ist und dann spiele ich es nicht mehr und wenn es das nicht tut, dann werde ich es weiterhin spielen, genau, so sieht's aus.
Ich brauche auf jeden Fall eine Waffe. Ich weiß auch nicht, wie das ist mit dem Loot Spawn. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe das nur bei Hirnsturz zockt auf dem Kanal gesehen. Habe ich auch jede seiner Folgen geguckt. Übrigens, wenn euch das interessiert, könnt ihr bei ihm auf dem Kanal die Folgen auch noch anschauen. Er spielt das schon ein bisschen länger. Er hat sich das natürlich sofort geholt, als es rauskam. Dafür war bei mir ein bisschen das Geld auch knapp. Deswegen habe ich es mir auch nicht sofort geholt. Wie gesagt, ich muss halt sparen, ne? Ich bin Student, ich habe das Geld nicht. Ich bin jung und brauche das Geld. Ja, aber heute möchte ich mit euch nicht unbedingt über dieses Spiel reden, da ich absolut überhaupt gar nichts über dieses Spiel weiß. Ich denke mal, es ist das Beste. Wir werden das halt einfach zusammen erfahren. Ich kriege nämlich auch ständig unter meinen Videos teilweise Kommentare bei, wo war das nochmal? Bei irgendeinem Spiel. Ah, beim Commander-Modus von Battlefield war da so ein geiler Kommentar drunter von wegen, da wird überhaupt nichts erklärt. Und es sei mehr sowas wie, also man schaue mir zu, wie ich mein. Also dieses Ding entdecke, das stimmt natürlich. Da stand auch nirgends Tutorial dran. Von daher denke ich, das ist gerechtfertigt, dass ich den Commander-Modus ausprobiere mit euch zusammen. Das ist ja meine Spezialität. Ich fange ein Spiel an, habe keinen Plan darüber, keine Ahnung von dem Spiel und mach einfach mal was passiert und schau mal, was passiert. Das ist so meine Devise bei Spielen. Oder ist Rauch. Ist Rauch ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Ich weiß es nicht. Naja, aber heute wollte ich mit euch über Weihnachten und Geschenke sprechen. Das liegt daran, dass ja Weihnachten vor der Tür steht. Sagt man ja immer so, ja, Weihnachten steht vor der Tür und bla. Ist auch so. Weihnachten ist in einer Woche, würde ich jetzt mal behaupten, ungefähr. Und ich habe keine Ahnung, was ich schenken soll. Also ich bin jetzt auf eure Hilfe angewiesen. Also ihr könnt in einer gewissen Art und Weise mein Leben beeinflussen. Ich brauche für meine Freundin nämlich noch ein Geschenk und ich habe keinen Plan. Zum Glück schaut meine Freundin auch meine Videos nicht. Sonst hätte ich jetzt ein Problem. Ich möchte von euch wissen, was soll ich ihr schenken? Ich gebe euch jetzt ein paar Infos zu meiner Freundin, damit ihr euch ein bisschen besser vorstellen könnt, wer oder wie sie ist. Und ich gebe euch auch ein Budget und ihr könnt dann eurer Fantasie freien Lauf lassen und in den Kommentaren euch austoben. Und ich werde mir dann überlegen, was von dem ich ihr schenken werde. ich weiß, dass euch das Spaß machen wird, weil ihr seid ja alle solche krullen Troll-Freaks und möchtet Einfluss auf mein Leben und haben. Und wenn das ankommt, wenn ich tatsächlich einen eurer Vorschläge praktisch in die Tat umsetzen werde, dann werde ich euch natürlich auch in einem der meiner nächsten Videos darüber aufklären, was da passiert ist und wie sie es fand und wie das Ganze ankam. Ich bin nämlich bei, wenn es um Geschenke geht, extrem, wie soll ich sagen, ich bin extrem fantasielos. Ich kann mich nicht entscheiden oder ich habe keinen Plan, was ich den Leuten schenken soll. Ich meine, in unseren Breitengraden ist es ja so, dass die meisten Leute eh schon alles haben und noch mehr. Und das ist natürlich doof, wenn man den Leuten was schenken will. Es muss natürlich auch was sein, was dann ankommt. So, jetzt ist ja das vorneweg und jetzt möchte ich schon mal ein bisschen meine Freundin ist. Also, sie ist 23 Jahre alt. Mädchen, das glaubt man kaum. Sie hört gerne so Oldschool Hip-Hop, wie soll ich das sagen, so Biggie, also Notorious B.I.G., Tupac, Eminem, bla, das Zeug. Dann, was hat sie noch gerne? Es ist immer schwer. Bei ihr ist es immer schwer. Sie hat so Geschmäcker, die sich ständig ändern. Bei ihr kannst du nicht sagen, das gefällt dir und das gefällt dir nicht, weil 3 Monate später hat sich die ganze Lage schon komplett geändert. Ist halt eine Frau, ne? Ihr wisst, wovon ich spreche. Auf jeden Fall, ja. Sie kleidet sich auch mehr so ein bisschen mit diesem Hip-Hop-Style, hat gerne, also privat natürlich jetzt nicht zum Arbeiten oder so. Kommt nämlich auch nicht besonders gut an beim Chef, wenn man da irgendwie mit Baggy Pants, also gut, Baggy Pants trägt sie nicht, aber halt so mit diesen Jordan-Schuhe oder sowas ankommt. Das kommt da nicht gut an. Sie ist von Beruf Köchin. Also hat jetzt gerade ihre Lehre gemacht, hat die abgeschlossen mit super Note und allem. Kocht übrigens auch sehr, sehr gern und sehr, sehr gut. Was könnte ich euch noch erzählen? Ich möchte euch jetzt nicht hier alles erzählen, ist ja auch, also irgendwas muss auch privat bleiben. Aber so ein bisschen die Grundzüge, denke ich mal, habe ich es schon mal aufgezogen. Vielleicht fällt euch ja was ein.
Sie steht gerne auf, also sie hat gerne auffällige Ohrringe und so ein Zeug, aber Ohrringe habe ich ihr schon kürzlich geschenkt, deswegen möchte ich das nicht unbedingt wiederholen. Alter, gibt's hier irgendwas an Loot? Entschuldigung, wenn ich hier gerade meine Sabbel, meine, ja, wie soll ich sagen, meinen Sammelfluss unterbreche, weil ich hier keinen Loot finde. Und ja, ich weiß nicht, was ich euch sonst noch so erzählen kann. Eigentlich nicht viel. Ohne jetzt irgendwie krass privat zu werden. Hier oben gibt's Loot, ja. Was haben wir denn hier? 50 Kaliber Ammo. Toll. Bringt mir natürlich sau viel, wenn ich keine Pistole oder sowas habe. Gibt's hier sonst noch was? Kann ja auch nicht wohl sagen, wohl nicht wahr sein. Jo, ich würde mal sagen, das reicht vorerst mit den Informationen über meine Freundin. Also, falls ihr irgendwelche Ideen habt, vielleicht wisst ihr ja was Cooles, vielleicht habt ihr auch eine Freundin und habt ihr was Cooles gefunden zu Weihnachten und dann könnt ihr mir das ja gerne mitteilen und ich werde mir überlegen, ob ich das auch ihr schenken kann. Natürlich immer schwierig, weil ein Geschenk sollte ja auch persönlich sein und wenn ihr die nicht persönlich kennt, dann ist es natürlich schwer, aber vielleicht habt ihr eine gute Idee. Ich zähle auf euch, Leute. Ich bin auf euch angewiesen. Sonst gibt es für sie einfach gar nichts zu Weihnachten und dann ist auch doof, ne? Dann ist doof für sie und ist noch viel doofer für mich, weil ich dann darunter leiden muss. Du hast mir zu Weihnachten gar nichts geschenkt. Ja, und dann zusätzlich halt noch muss ich allen anderen noch Geschenke machen, meinen Geschwistern. Ich habe vier Geschwister. Ich weiß, Großfamilie und alles, ne? Und halt meinen Eltern, die kriegen von mir eine Flasche Wein. Oder ein paar Flaschen Wein. Halt, je nachdem. Und sonst weiß ich auch noch nicht. Ich muss halt noch gucken. Ich meine, es ist ja noch eine Woche hin. Ich habe noch eine Woche Zeit, um Geschenke zu organisieren. Ui, hier schießt jemand. Hier hat jemand geschossen. Ja, ich mit meinem Küchenmesser kann da natürlich nicht mitwirken an diesem Kampf der Titanen. Ich gucke jetzt gerade mal. Irgendwo habe ich doch gesehen, dass man da raus kann und auf ein anderes Dach kann. Da will ich nämlich hin. Auf Dächern liegt oft Loot und in Häuser. Habe ich gehört. Ah, ist zu hoch. Da unten rennt einer. Seht ihr den auf dem Dach? Was macht denn der? Also auf dem Dach ist gut, hier. Der rennt da. Ach, auf der Brücke ist er jetzt. Gut, gut. Der hat sich ja auch voll unauffällig angezogen mit seinem weißen T-Shirt. Alter Schwede, der ist auch nicht der hellste. Beziehungsweise doch ist er der hellste, weil er das hellste T-Shirt anhat. Aber es ist ein Problem. Ich habe nichts mit ihm zu tun. Gut, hier runterspringen möchte ich jetzt nicht unbedingt, wenn es irgendwie sich vermeiden lässt. Da hinten. Es gibt ja auf den Dächern immer so ein bisschen Bases, aber kommen da nicht wirklich hin. Ich denke ich mal, ich gehe jetzt mal dahin, wo der Rauch ist. Ich gehe jetzt noch einen Stockwerk nach unten, dann springe ich aus dem Fenster. Also nicht aus dem Fenster springen, weil ich mir das Leben nehmen will, sondern weil ich gucken will, ob ich das überlebe überhaupt. Okay, da unten. Das ist auf jeden Fall so ein Wrack von irgendwas. Ah, da hinten ist das Dach. Komme ich da hin? Komme ich von hier dahin? Ich glaube nämlich nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich zu viel Lärm mache oder sowas. Ich finde auch spannend, auch diese Anzeige. Gibt's da drüben irgendwas? Nee, das lohnt sich nicht, darüber zu gehen. Die Anzeige da unten. Ihr habt da irgendwie, ist das Herzschlag? Dann habt ihr so einen kleinen Kompass. Die Ausdauer, die sich wieder auflädt. Der Durst. Und sonst nicht viel, ne? Gut, ich springe jetzt mal darüber, wenn das irgendwie geht. Naja, das schaffe ich nicht. Auch zu hoch, da runter zu springen. Aber ich muss sagen, die Atmosphäre von dem Spiel ist richtig geil gemacht. Es wirkt so alles so bedrohlich, so wie nach einem Weltkrieg oder so. Nach einem atomaren Schlag ist alles kaputt, alles im Arsch. Überall wächst wieder was, langsam aber sicher. Ich muss wieder husten, Entschuldigung. Alter Schwede. Das ist ja auch die Zeit des Jahres, wo man halt am meisten krank wird und so ein Bullshit. Ich hasse das, das kann ich nicht haben. Oh, jetzt habe ich was gehört. Oder war ich das? Ich bin mir nicht sicher.
Von da kam ich ja. Ich bin ja hier unten ins Haus reingegangen. Ich könnte mal überlegen, da drüben hinzugehen, über das Haus und dann da über diese Gerüste hoch. Ich weiß aber nicht, ob das eine gute Idee ist. Ja, vielleicht hier liegt hier irgendwas. Da sind auf jeden Fall Zelte. Nether scheinen auch keine unterwegs zu sein. Also sehe ich zumindest nicht. Da hinten bewegt sich aber was. Oh, da hinten ist ein hässliches Vieh. Da in der Ecke. Ich weiß nicht, ob ihr seht. Nein, es ist weg. War auf jeden Fall da, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Also überlebe ich das? Ja, sollte ich eigentlich schon überleben, oder? Ja, locker. Kein Ding. Fallschaden scheint es nicht zu geben. Gut. Jetzt gucken wir mal hier, ob es hier irgendwas Cooles gibt. Bei diesem Flugzeug- oder Hubschrauberabsturzstellen soll es angeblich Loot geben. Hier drin ist nichts. Das Ganze glänzt natürlich auch so ganz geil. Also der Loot, wenn da irgendwas rumliegt, egal was, dann glänzt das so überbrutal. Es liegt hier gar nichts. Alles schon geplündert. Mann. Ja, ja, diese Multiplayer-Spiele mit dem Loot, die, das ist wieder so ein klassisches Beispiel. Man kommt da hin und findet einfach gar nichts, weil jeder Ort schon tausendmal gelootet wurde. Da liegt noch mehr Ammo für eine Waffe, die ich nicht besitze. Ja, ich nehme sie mal mit. Ich bin mal so positiv eingestellt, dass ich davon ausgehe, dass ich irgendwann eine Waffe finden werde. Solange ich den Nether aus dem Weg gehe, müsste ich auch kein Problem haben. Muss es auch die Tatsache, dass ich keine Waffe habe, kein Problem sein. Muss natürlich auch den Spielern aus dem Weg gehen. Gibt es hier sonst noch was? Nö. Aber ich finde den Detailgrad dieses Spiels gut, abgesehen davon, dass ich jetzt hier irgendwie so 20 cm hoch bin, wenn ich in der Hocke gehe. Ich weiß ja nicht, das ist schon ein bisschen übertrieben. Also ich streife hier mit meinem Arsch praktisch über den Boden. Wenn ihr euch das mal so ein bisschen vorstellt. Wie das denn so ausschauen müsste. Hier gibt's echt nichts. Wow, da war ein Spieler. Holy shit, 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 shit. Scheiße. Weg. Wobei, der hat auch so einen grünen Rucksack auf. Das sind so die Noob-Rucksäcke. Die kennzeichnen einen als Noob. Beziehungsweise als Anfänger, weil man sich noch nicht den großen Rucksack geholt hat. Was sehr gut ist. Das heißt, er hat wahrscheinlich auch nichts dabei. Ich lege mich jetzt kurz hin. Wie geht das? So. Ich guck gerade mal, wie man. Gibt's ja keine Voice-Chat-Möglichkeit? Also die Voice-Chat-Möglichkeit, gibt's hier keine Möglichkeit, hier irgendwie rauszufinden, wie die Tastenkombi ist? WTF. Toll. Das ist auch alles, was man kann. JKH. A ist der Charakterbildschirm. Was könnte denn sonst noch Chat sein? Nix, keine Ahnung. Ja, egal. Dann sprechen wir halt nicht mit den Leuten und lassen uns einfach so niedermesseln, weil wir denen nicht sagen können, ich tu dir nix. Der Spieler, der ist jetzt ins Haus rein, wo ich gerade drin war. Das ist auch okay. Gut. Dieses Spiel gibt es übrigens auch auf Steam, also bevor die Leute jetzt fragen, wo hast du das Spiel her, das ist ja immer der Klassiker. Jedes Mal, wenn ich etwas spiele, hey, wo hast du das Spiel her? Ah, hier, wir haben eine Map, sehr toll. Nether Search, Time Left, was zum Teufel ist denn Search? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich bin aber sehr in der Nähe. Uah. Waren das nur Grillen oder sowas? Ich weiß es nicht. Ich bin hier. Hier gibt es einen Riverside Outpost, hier ist die Safe Zone. Guckt euch mal an, wie groß das die Map hoffentlich irgendwann mal werden wird. Alter Schwede. Momentan ist das Ganze halt nur begrenzt auf diesen hellen Bereich hier. Hier oben gibt es so Rail Yards, also so eine Zugdepotstation. Hier gibt es einen kleinen Park. Hier gibt es die Safe Zone. Die ist dann regelmäßig von Nether überrannt. Und da muss man sie wieder freiräumen, beziehungsweise die Nether-Abwehr-Gedöns-Maschinerie wieder in Gang setzen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir hier die Tatsache, dass ich hier einfach so rumschleiche, wie so ein kleiner Wurm oder wie so eine Blindschleiche. Wow, fliegendes Gras! Also normalerweise ist es umgekehrt, ne?
Da war so ein Drecksvieh, hättest du mich gesehen? Ich hoffe nicht. Nee. Ich habe so das Gefühl, dass ich mit meinem Sackmesser oder mit meinem Taschenmesser, was ich hier, Küchenmesser, was ich hier in meiner Hand habe, nicht viel gegen dieses Vieh ausrichten kann. Ja. Da hinten ist es. Nicht gut. Sehr, 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 sehr schlecht, würde ich sogar behaupten. Aber ich gehe mal davon aus, das wird wie bei Rust. Another search has ended. Whatever das bedeutet, ich habe keine Ahnung. Search. Das klingt nicht gut auf jeden Fall. Ja. Meine Witze muss man nicht verstehen, vor allen Dingen, wenn es um Gras geht, ne? Fliegendes Gras. Ich weiß auch nicht, ob ich, ob es schlau ist, also ob mich die Nether eher sehen, wenn ich gehe oder wenn ich schleiche oder whatever. Keine Ahnung. Müssen wir alles rausfinden. Hier ist wieder ein Haus, wo ich rein kann. Bitte Loot, bitte Waffen, bitte alles, Alter. Ich hätte gern eine Waffe, ich hätte gern ein Auto und ich hätte... Oh, man muss ja nur fragen. Guckt euch mal an. Einmal fragen reicht und man hat es schon gefunden. Das ist eine DR-15. Jetzt werde ich natürlich sofort über den Haufen geschossen, ich wette. Direkt, wenn ich die Waffe gefunden habe. Was verschießt die überhaupt für Munition? Das muss man auch noch wissen. Hier hinten liegt auch noch was. Gouge Ammo, das ist der. Das ist die für die Schrotflinte. Ich gucke gerade mal ins Inventar. Ranged. Kann ich hier. Ja. Munition, 17 Schuss habe ich. Boah, das reicht vorerst. Verschießt auf jeden Fall nicht diese 50er Kaliber Munition, die ich normalerweise bräuchte. Also gefunden habe, nicht normalerweise bräuchte. Ich habe die ja gefunden. Auf dem Klo! Boah, ist das jetzt... Boah, stinkt das hier raus, ey, Alter. Das geht ja mal gar nicht. Ich denke mal, jetzt haben wir eine... Ich denke, mit der... Boah, 17 Schuss müssen wir einen Spieler down kriegen, hoffe ich jetzt mal. So, kriege ich jetzt hier immer noch beim Boden? Ja, lass uns mal hier ein bisschen aufstehen und hier nicht so wie Pusses rumrennen. ACP-Ammo. Ist auch für die ACP-Pistole 45er Kaliber. Nicht für das Sturmgewehr, was wir hier gefunden haben. So eine AR-15 mäßig. Ist hier was? Nee. Ich denke mal, ich werde das Haus hier noch weiter durchsuchen. Das Haus hat mir Glück gebracht. In meiner misslichen Lage habe ich das Glück wiedergefunden. Hier, Gouge Ammo. Sprutflinte habe ich aber nicht. Schade. Und hier. Noch mehr! Kann man die entladen? Kann ich dir die Munition rausnehmen? Unload, ja. Bam und drop. Hab ja schon die Waffe. Sehr gut. 18 Schuss, 17 im Lauf. Beziehungsweise, ja, 17 im Lauf. Ein Schuss im Lauf, 17 im Magazin und 18 als Zusatz. Joa, dann würde ich mal sagen, wir beenden an dieser Stelle erstmal die Folge und dann geht's mit dem Sturmgewehr weiter in der nächsten. Bis dann, Leute. Ich bin Mystic von TR Gaming. Wenn euch das gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal, favorisiert und liked dieses Video. Und wenn ihr Bock habt, zeigt es eurer Katze. Mir ist das egal. Hauptsache, ich zeige euch jemandem. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Adios.